Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Wer in der Nacht mit dem EchoFlow PowerStream einspeisen möchte, um seine Grundlast zu decken, musste in der EchoFlow App den PowerStream-Wechselrichter immer umschalten zwischen Stromversorgung priorisieren und Stromspeicher priorisieren. Dafür konnte man auch eine Uhrzeit als geplante Aufgabe eintragen. Allerdings wurde dann nur bestimmt, dass man den Stromversorgungsmodus oder den Stromspeicher priorisieren möchte, nicht aber den Haushaltsstrombedarf anpasst. Das heißt, man konnte zwar festlegen, dass man in der Nacht beispielsweise eine Grundlast von 100 Watt einspeisen möchte. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Da konnte man sagen, geplante Aufgaben. Und dann sagt man Stromversorgung priorisieren und kann dann eine Uhrzeit festlegen, wann man das machen möchte. Das heißt, man konnte zwar festlegen, dass man in der Nacht beispielsweise eine Grundlast von 100 Watt einspeisen möchte, indem man die Stromversorgung priorisiert, gibt dann eine Uhrzeit vor, sagt dann speichern und kann dann die Stromversorgung priorisieren. Aber wenn der PowerStation Akku nachmittags bei strahlendem Sonnenschein voll ist, wird kein Strom mehr in die Stromversorgung eingespeist, da man tagsüber auf dem Stromspeicher priorisieren stellt, damit die Grundlast nicht den ganzen Tag weiter aus dem Akku eingespeist wird. Um das Problem zu lösen, kann man jetzt eine Automatisierung erstellen. Die Automatisierung findet man in der EchoFlow App, hier unten, der dritte Menüpunkt Automatisierung. Dann sagt man, man möchte eine neue Automatisierung erstellen über das Pluszeichen und dann sagt man als Bedingung, wenn, und da nehmen wir jetzt die Zeit, wann diese Bedingung zutreffen soll. Die Zeit stellen wir hier ein. Da sagen wir jetzt einfach mal 22:22, steht da gerade. Speichern. Dann sagen wir als zusätzliche Bedingung, dass der Akku mindestens, da sagt man jetzt Gerätestatus, dann wählen wir die PowerStation aus und sagen Akkuladung höher als und geben dann eine Prozentzahl ein. Hier hat sich jetzt für uns zum Beispiel herausgestellt, dass da so ungefähr 40% ganz gut sind als Wert. So, dann sagen wir Häkchen. Man muss das immer wieder bestätigen, da muss man unbedingt drauf aufpassen, denn das geht sonst sehr schnell, dass man halt einfach den ganzen Kram eingegeben hat, geht dann raus und dann ist alles wieder weg. Jetzt haben wir hier eingetragen Akkuladung höher als, Schwellenwert 40%. Und jetzt sagen wir noch Speichern. Dann haben wir hier unten drunter Dann. So, jetzt wählen wir bei Dann den PowerStream aus. Sagen dort Stromversorgungsmodus. Und wählen dann aus beim Modus Stromversorgung priorisieren. Dann sagen wir Speichern. Und können jetzt noch zufügen als Aktion nochmal PowerStream und dann sagen wir den Haushaltsstrombedarf. Und da wählen wir jetzt mit dem Schieberegler die Leistung. Das ist nicht ganz so einfach, das ist ziemlich schlecht, wenn man so kleine Werte auswählen will, dann springt der auch immer hin und her etwas. Aber man schafft es, zum Beispiel 100 Watt einzustellen. Dann sagen wir wieder, nee, erstmal das Häkchen drücken. Und dann hat er es zum Beispiel jetzt gerade nicht übernommen. Das Phänomen haben wir jetzt auch schon häufiger erlebt. Da muss man dann nochmal reingehen, sagt nochmal 100 Watt und erst jetzt hat er es übernommen. Und jetzt sagen wir Speichern. Jetzt haben wir eine neue Automatisierung angelegt. Da steht jetzt drin, dass zu einer Uhrzeit von 22 Uhr täglich, also wenn 22 Uhr täglich, die Akkuladung von der PowerStation höher ist als 40%, dann Stromversorgungsmodus auf Stromversorgung stellen und den Haushaltsstrombedarf auf die Grundlast einstellen, die man haben möchte. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel ungefähr 100 Watt, mal ein bisschen was mehr, mal ein bisschen weniger.
Und jetzt muss man da ganz unten noch, man kann auch noch auf Testen gehen, jetzt muss man unten noch sagen Erstellen. Erst dann wird die angelegt und dann kann man noch einen Namen vergeben. Ich vergebe jetzt einfach mal den Namen, der da drin steht, ohne dass ich jetzt hier rumtippen muss und sage Bestätigen. Jetzt wurde das angelegt, ganz unten. So, jetzt müssen wir noch eine zweite Automatisierung anlegen. Und die zweite Automatisierung legen wir wieder an, indem wir sagen Neue Automatisierung über das Pluszeichen. Sagen dann bei Wenn und da wählen wir jetzt die Zeit aus. Die Zeit ist bei uns die Zeit, wann ungefähr, ich trage jetzt mal hier zum Beispiel 8 Uhr ein, wann ungefähr die Sonne auf den Solarmodulen steht. Denn wir haben ja jetzt die Nachteinspeisung hinter uns und möchten jetzt, dass diese Nachteinspeisung irgendwann aufhört, aus dem Akku zu beziehen. Denn wir möchten ja dann über die Solarpanels auf dem Balkon oder auf dem Dach oder wo auch immer, möchten wir halt eben dann den Strom daraus beziehen und in das Hausnetz einspeisen. So, wir haben jetzt hier einfach mal gewählt 8 Uhr, sagen dann Speichern, haben jetzt hier oben 8 Uhr täglich drin stehen und sagen jetzt unten bei Dann, gehen wir wieder auf die Powerstream, sagen Stromversorgungsmodus, da bleibt es bei Stromversorgung priorisieren, können wir jetzt nochmal eintragen und Speichern sagen und wählen dann zusätzlich nochmal Powerstream aus und sagen dann Haushaltsstrombedarf und den wählen wir jetzt aus auf 0 Watt. Unten wieder das Häkchen drücken, dann auf Speichern drücken und mal kurz gucken, ob das auch stimmt. Also 8 Uhr täglich. Stromversorgungsmodus bleibt bei Stromversorgung priorisieren und Haushaltsstrombedarf wird auf 0 Watt gestellt. Wir bleiben bei Stromversorgung priorisieren aus dem Grunde, weil wenn wir EcoFlow Powerplugs zum Beispiel irgendwo haben, wo eine Waschmaschine oder irgendwas anderes dran angeschlossen ist, dann soll der ja weiterhin aus dem Akku zusätzlich noch die Stromversorgung liefern. Das heißt also, das wird dann eben immer noch weiterhin eingespeist. Das würde nämlich eben zum Beispiel nicht passieren, wenn man einfach sagt, man möchte nachmittags Stromspeicher priorisieren, abends Stromversorgung priorisieren. Dann würden die nämlich zum Beispiel auch nicht mehr mit Strom versorgt werden, also nicht mehr mit Einspeisung. So, jetzt sagen wir hier Erstellen. Man kann das Ganze auch testen. Jetzt können wir wieder einen Namen vergeben. Wir lassen jetzt einfach den Namen da drin stehen, der da drin steht. Und sagen Speichern. Erfolgreich gespeichert. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Sachen hier angelegt. So, und jetzt haben wir noch eine dritte Sache angelegt. Und zwar kann es passieren, wenn man das auf Stromversorgung priorisieren sagt und dann 100 Watt Grundlast eben einspeisen möchte, dass dann irgendwann die Powerstation leer ist. Und in dem Fall sollte der natürlich tunlichst das Ganze wieder stoppen und auch keinen weiteren Plug ansteuern oder irgendwas ansteuern, bis dass er nicht wieder eine gewisse Höhe erreicht hat an Akkustand. Oder bis das halt eben die Uhrzeit wieder da ist, bis dass der Akku vollgeladen wird. Und dafür müssen wir jetzt noch eine weitere Automatisierung anlegen. Das machen wir hier wieder, neue Automatisierung und sagen jetzt Wenn. Und jetzt sagen wir Gerätestatus wieder und jetzt wählen wir wieder die Powerstation aus. Akkuladung niedriger als. Und dann wählen wir mal einen Schwellenwert, der aber höher ist als der Schwellenwert von dem Akku an sich. Wir haben nämlich ein Phänomen erlebt, wenn man die Solareinspeisung, nur eine Solareinspeisung über den hinteren Anschluss vornimmt und damit die Powerstation einschaltet und den nicht dauernd anlässt, dann kann es passieren, dass man die Powerstation nicht mehr bedienen kann. Das ist ein ganz komisches Phänomen, aber das tritt bei uns zumindest so auf. Ob das jetzt an unserem Gerät liegt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das der Fall. So, das heißt, wir wollen vermeiden, dass wir an diesen untere Limit von unserer Powerstation kommen. Die liegt, glaube ich, gerade bei irgendwie 15% oder sowas, haben wir uns eingetragen als unteren Wert. Obere Wert liegt gerade bei 90%.
So, und wir sagen jetzt hier dann eben, weil wir 15% haben, sagen wir mal einfach 21 oder 25%. Ich nehme es mal einfach 25%. So, wieder mit dem Schieberegler einstellen, Schwellenwert 25%, sagen okay und haben das jetzt hier drin stehen, sagen speichern und sagen dann bei dann die Aktion PowerStream Stromversorgungsmodus und da geben wir jetzt ein Stromspeicher priorisieren. Sagen dann auf OK und sagen Speichern und sagen dann zusätzlich noch PowerStream Haushaltsstrombedarf und geben dort dann wieder 0 Watt ein. So. Jetzt haben wir also eingetragen, Akkuladung niedriger als 25%. Wir haben zusätzlich noch den Stromversorgungsmodus umgestellt auf Stromspeicher priorisieren. Das verhindert dann wirklich, dass kein Strom mehr dementsprechend abgegeben werden kann an entweder die Powerplugs oder an die externen Ausgänge oder wie auch immer, weil Stromversorgungsmodus. Dann haben wir hier den Haushaltsstrombedarf auf 0 Watt gestellt. Das heißt, der PowerStream speist jetzt auch nicht mehr ins Hausnetz ein. 0 Watt. Und jetzt sagen wir erstellen. Können wieder Namen vergeben. Lassen wir so. So, und jetzt haben wir die drei Sachen angelegt. Das heißt, darüber haben wir jetzt bestimmt, dass wir sowohl abends eine Einspeisung haben von der Grundlast, die wir halt eben haben möchten, die wir gedeckt haben möchten. Und ab morgens 8 Uhr haben wir dann dementsprechend wieder den Fall, dass der Akku aufgeladen wird mit der Solarenergie vom Balkonkraftwerk oder vom Dach oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dass es dann wieder eingespeist wird. Und wir haben noch einen Notmechanismus eingebaut, womit wir halt eben die Deckelung gemacht haben, dass wir sagen, bei unter 25% soll er bitte nichts mehr einspeisen. Ja. Das sind die drei Sachen, die wir angelegt haben und das Ganze funktioniert wunderbar. Zumindest solange der PowerStream mit dem Internet verbunden ist. Falls er mal nicht mit dem Internet verbunden ist, werden die Befehle leider auch nicht ausgeführt. Man muss sich also dann auch nochmal irgendwelche Schutzmechanismen einbauen oder doch das einfach mal prüfen. Wir haben also im Grunde jetzt eine Automatisierung geschaffen, die wir sonst nur ein bisschen komplizierter über zusätzliche Drittanbieter-Apps oder Programme oder Tools hinkriegen würden. Wir müssten dann zum Beispiel den aktuellen Haushaltsstrom messen, zum Beispiel mit einem Shelly 3M oder Pro 3M und müssten dann halt eben über verschiedene Skripte die Steuerung vornehmen. Das geht aber leider eben nicht dann über die EcoFlow App. Das heißt, das Ganze wird wieder ein bisschen was komplizierter und das ist dann wiederum nicht was für jedermann. Wir möchten aber hier ein bisschen was zeigen, was halt eben auch von jedem so umgesetzt werden kann und wirklich relativ einfach ist, aber effektiv. Man kann nämlich mittlerweile externe Geräte von Drittanbietern auch mit in die EcoFlow App integrieren. Das geht hier oben über Geräte hinzufügen und dann wählt man Geräte von Drittanbietern hinzufügen aus, wählt dann Shelly aus, kann dann sein Passwort und Benutzernamen eingeben. Der loggt sich dann dementsprechend auf der Shelly Cloud ein. So, und dann haben wir hinterher das Gerät da drin stehen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Shelly 3M drin. Dieser Shelly 3M kann leider nicht steuern. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, mit der App auf die Daten letztendlich zuzugreifen. Wir können sie nur anschauen. Das ist natürlich wirkungslos, wenn man damit irgendetwas an der Powerstation oder Powerstream oder wo auch immer verändern möchte. Wir können das nur ansehen. Hier ist übrigens auch noch ein kleiner Bug drin. Man kann sich das nur anschauen bei der Shelly 3M. Wenn der Ausgang von der Shelly 3M, also das integrierte Relais, aktiviert ist, das möchte aber nicht unbedingt jeder aktivieren oder hat damit eine Funktion hinterlegt oder wie auch immer. Das ist also noch ein kleiner Bug, aber den werden wir sicherlich mit dem nächsten Update beheben. Wir haben den auch schon Bescheid gesagt und hoffen, dass es bald dann umgesetzt wird. Denn die EcoFlow App ist im Grunde ganz gut. Und das ist auch eine praktische Sache, dass man einfach mal ganz kurz den Shelly 3M anschauen kann, schauen kann, aha, so und so viel Watt wird gerade verbraucht auf dem Haushaltsstrom. Aber letztendlich, wie gesagt, eine Automatisierung oder eine Abfrage ist nicht möglich. Noch nicht.
Wir hoffen einfach mal noch nicht. Wir hoffen, es hat gefallen und wünschen schon jetzt viel Spaß dabei beim Nachbasteln und beim Nachprogrammieren und sagen schon jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Natürlich sollte man auch Abo oder Like hinterlassen, denn dann wird man auch immer über neue Sachen auf funkyhome.de informiert im Channel. Und auf der Webseite www.funkyhome.de gibt es natürlich alles nochmal schriftlich und ausführlich und mit Bildern und so weiter. So, jetzt aber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.